Er überließ zunächst den evangelischen Kirchen die Wahl. Sie konnten sich, wie so häufig, nicht einigen. Zum Schluss brachten sie, glaube ich, einen Namen, den einzigen, der uns nicht passte. So wurde dann ein Mann Reichsbischof, der das Vertrauen wohl des Führers in höherem Maße hatte, wie das der übrigen verschiedenen Landesbischöfe. Mit der katholischen Kirche ließ der Führer durch Herrn von Papen ein Konkordat abschließen. Ich selbst war kurz vor Herrn von Papens Abschluss des Konkordates selbst beim Papst gewesen. Ich hatte über meine katholische Mutter sehr zahlreiche Beziehungen zum höheren katholischen Klerus und konnte auf diese Weise in beide Lager, selbst bin Protestant, hineinsehen. Eins selbstverständlich vertrat der Führer, vertraten wir, vertrat auch ich, die Politik möglichst aus der Kirche herauszubringen. Ich fand es nicht richtig, das möchte ich offen aussprechen, an einem Tage der Priester in der Kirche in Demut sich um das Seelenheil Welche Verbindung hatten Sie mit Quisling? Quisling habe ich erst lange nach der Besetzung Norwegens zum ersten und einzigen Male gesehen. Er war in Berlin, besuchte mich. Wir hatten ein belangloses, kurzes Gespräch. Vorher hat ein Mann von ihm, den ich auch nicht persönlich kannte, das heißt also vor Ausbruch überhaupt des Krieges, einen Brief an mich geschickt, der mir hier gezeigt wurde, an den ich mich persönlich nicht erinnern kann, weil derartige Briefe nach unserer Praxis auch mir kaum vorgelegt wurden, ist aber gleichgültig. In diesem Brief sprach er sich im Namen Quislings dahingehend aus, dass wir die Bewegung Quislings doch finanziell stützen möchten und gab eine Darstellung, wie weit die politischen Gelder einerseits von Russland, die kommunistische Partei dort, andererseits von England an interessierte politische Stellen fließen würde. Ich habe dann später sprach jemand mit mir darüber, ob auf dem Weg der Kohlenlieferung eine Abgabe an Quisling irgendeiner Form gegeben werden könnte. Ich habe den Standpunkt eingenommen, wenn wir natürlich auch aus Devisenlage und auch sonstigen, wir sind ja nicht so reich gewesen, weder mit den englischen noch russischen Geldern konkurrieren könnten, so seien die Stellen, die das beurteilen vermögen, ob es zweckmäßig sei, der Bewegung Quisling Unterstützung finanzieller Art zu geben oder nicht, zu hören. Wenn die das bejahten, so sei es mir selbstverständlich, könne der Quisling Geld bekommen. Befürchtete Hitler Komplikationen mit Schweden aus dieser Besetzung? Ja. Nicht aus der Besetzung durch Deutschland an sich, sondern
als wir oder uns entschlossen haben, der Führer Norwegen zu besetzen, hatten wir ja schon ganz eingehende und detaillierte Unterlagen über die beabsichtigte Besetzung seitens England-Frankreichs, wie wir sie später auch bestätigt fanden in den erbeuteten englischen Papieren und französischen Generalstabspapieren.